Ups. Tja, Leute, und damit willkommen zu einem kleinen Horror-Video. Es ist ziemlich still und das gefällt mir so gar nicht. Ich kenne das Spiel nicht. Es soll ein Horrorspiel sein. Es heißt. Warte, wie heißt es? Warte kurz. Kann ich kurz nachschauen? Ah ja, Hotel Remorse. Das ist ein kostenloses Horrorspiel, was ich mir auf Steam mal schnell geholt habe. Und dachte mir, komm, probieren wir es halt mal aus. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht einmal gespielt. Ich war bis jetzt nur einmal in den Optionen, um zu schauen, ob das Audio alles funktioniert. Und natürlich mit Facecam und natürlich mit Kopfhörer und natürlich im Dunkeln. Gesehen von dem Licht hier jetzt natürlich, damit ihr mich auch sehen könnt, ne? Mein Bildschirm reicht leider nicht aus. Ohne das Lampenlicht wäre es so duster. Und ich meine, ja, so wie das aussieht, ich meine, gönnt mir doch ein bisschen Licht, oder? Ja, keine Ahnung. Also ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich hätte gesagt, wir starten einfach mal und ich hoffe, ich werde nicht zu sehr zerstört. April 2015 wurde das Game Manager Between There were several reports made of a single gunshot heard from a hotel. Aha. Ja, welches Jahr ist denn das? Also es gab anscheinend einen Schuss im Hotel. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das geht ja direkt los. Oh mein Gott. Okay. Ah, okay. Oh mein Gott, Alter! Helen is pregnant. We did not plan this, but I will have to accept it. Ja, musst du wohl. As she is the only one I love. Oh, was für eine Love Story. We will get through this and we will soon be married. Oh, süß. Having the rest of your lives to be with one another. Süß. Oh mein Gott, ist die... Oh mein Gott, warum ist die Geschwindigkeit von der Maus so verfickt? Okay, also ich bin hier anscheinend in meinem Zimmer. Ich meine, ich habe hier nicht mal einen scheiß Fernseher. Erstmal darüber muss ich mich jetzt erstmal beschweren, ne? Also, ja, okay, komm. Lange Gänge. Love! Let's go! Will ich hier einfach mal... Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Bro. Ich weiß, da kommt jetzt gleich irgendein Scheiß. Da ist nicht mal Musik! Es ist einfach nur still! Das fuckt mich voll ab! Es gab hier einen Schuss, wo ist der gewesen? Wo ist der Schuss? Nix, fick dich. Ich werde bei Horrorspielen auch ein bisschen aggressiv, wenn nichts passiert. Da hinten flackert's. Seht ihr das? Da hinten flackert's. Quält mir das? Nein. Leute, es ist verfickt selten, dass ich Horrorspiele blind spiele, weil ich bin so eine kleine Pussy, weißt du? Ich schaue gerne schon YouTuber an, die das spielen und danach spiele ich das so, wo ich schon weiß, was auf mich zukommt. Weil hier ist es jetzt was ganz anderes halt. Da ist eine Notiz. Ich call's. Warum ist es da so dunkel? Da war es vorher nicht so dunkel. Ich schwör. Da war es vorher nicht so dunkel. Wenn ich die Notiz jetzt aufheb und sie lese, wird hinter mir was auftauchen. Safe call. Safe call. How did this happen? This is not how it was meant to be. We were meant to get married, but be together forever, but now is she gone? Also wurde sie damit gekillt. Na, schöne Sache. Why couldn't they save her, but they could save the child? She was the important one. Ah, alles klar, das Kind ist nicht wichtig, oder was? Oh mein Gott, Alter. Sollte man mal die Glühbirne auswechseln? Leck mir die Eier. Oh mein Gott, Alter. Warum steht da nix? Da steht nix!
Okay. Das ist ein Schrank. Nein. Nein, 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 das ist jetzt nicht. Nein, das ist nicht wie PT. Das ist nicht wie P. Nee, Mann. Okay. Ah, leck. Okay. Es ist nur ein Spiel. 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 Oh mein Gott, fickt mich dieses Spiel. Mann, das ist so arschlaut, Alter. Es ist so arschlaut. I have no one. I'm left here alone in this darkness. It's cries. Keep me up at night. Why won't it shut up? Please make it shut up. Just shut up. Helen, where are you? Und was passiert? Oh mein Gott, Alter. Aha. Das Licht geht einfach an. Okay. Soll's halt. Soll einfach das Licht angehen. Macht zwar keinen Sinn. Okay. What the fuck? Was ist hier? Mach die Scheiße auf und jetzt? Na toll. Okay. Okay, ein Kinderbett. Cool. Finally, it is silent. I thought doing this would help me, but I still cannot sleep. What have I done? My mind is lost without her. I need to you, Helen. Aha, okay. Ich gehe rückwärts. Bewusst. Verpiss dich, Fliege. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Na toll. Was ist das für ein Scheißspiel, Alter? Es gibt, glaube ich, ein Monster, kann das sein? Warum mache ich das? I'm coming for you. Alles klar. It was at this moment he knew. He fucked up. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gott, es geht hier ab. Ja, es macht nichts. Okay, ja. Okay. Ich glaube, ich bin unten angelangt. Cool. Ja, komm her! Sah nicht so creepy aus. Oh mein Gott, was zum Fick? Leute, ich höre mein Herz, Alter. Leute.
Hurensohn. Hurensohn, Alter. Okay, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Mein Fickherz. Ich bin jetzt bewusst, dass das nicht das schlimmste Game war, was es gibt, ja. Es gibt viel Schlimmeres. Hat man vielleicht gemerkt, wie sehr ich gezittert habe? Als dieses Viech gekommen ist. Ich glaube, was war das? War das ein Engel? Ja, also nochmal kurz zum Zusammenfassen. Ich glaube, jeder hat die Story verstanden. Einer war mit seiner Frau oder seiner Verlobten im Hotel. Und anscheinend wurde sie erschossen. Man konnte sie nicht mehr retten, aber das Kind. Und das war ihm irgendwie scheißegal. Er hat es irgendwie gar nicht gepackt. Und dann hat er, glaube ich, das Kind ermordet. Und jetzt wird er von der Frau heimgesucht. Sah jetzt mal so aus. Die Bilder am Ende haben für mich ein bisschen wenig Sinn gemacht. Und das Monster an sich, ich habe es ja nicht genau gesehen. Es sah aber aus, als hätte es Engelsflügel gehabt. Ich habe es wirklich nicht genau gesehen. Leck mich am Arsch. Also mich hat das Spiel schon gefasst, man hat es glaube ich gemerkt und wirklich, ich kann euch sagen, ich hatte schon viel Gänsehaut und ich habe wirklich lange nicht mehr blind ein Horrorspiel gespielt und bin auch wirklich auf das meiste nicht gefasst gewesen. Ja, dennoch hoffe ich, es war ganz unterhaltend und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr wollt, spielt das Spiel auch, aber ich glaube, man kann weder gewinnen noch verlieren. Also wenn, dann zeigt irgendjemanden und gönnt euch seine Gruselmomente. Ansonsten, das Spiel ist schon ganz nett. Also, meine Leute, haut rein, macht's gut. Ciao.